So, dann quatschen wir den nochmal richtig voll. Er will einen Film gucken, okay. So, komm, hier einmal musst du noch beeindrucken, dann haben wir es eigentlich geschafft. Komm, sprechen wir mal über Reichtum, mal gucken, ob das funktioniert. Amadeus, mach es klar. Mina Jorn. Na, da keinen Bock drauf. Gut, macht ihn sympathisch. Über Fähigkeiten. Mach mal nochmal Gitarre, das hat eben geklappt. So. Oh, der Junge ist müde. Mr. Matthew Hemming ist müde. so. Was am Basse Juvenay? Die Happe verdoi. Ja, so. Ah, gibt ja ab. Arts Webs am Mugelay. Und dort. Ja, das war doch super. Den haben wir richtig beeindruckt, den guten Mann. Dann können wir so noch ein bisschen quatschen, freundlich nach Karriere fragen. Ganz kurz mal gucken, was er ist. Lola war ja eine Pop-Ikone und der Matthew Hemming ist, glaube ich, ein Filmstar. Hier ist ein Paparazzi. Okay. Was haben wir da? Matthew Hemming hat einen Job in der Filmkarriere, ganz genau. So, Nebenrollendarsteller, da ist er eine Fünfer-Starqualität, da ist er nicht schlecht. So, plaudern wir noch ein bisschen. So, und dann gehen wir nochmal nach Hause. Star in Sicht, okay. Taga? Ganz. Fartupel la Lubigdoi. Bernabagabu. Seg. Schafaza. Gawazi. Amsa. Okay, hier ist schon einiges gewachsen. Schlagzeug hat er schon zwei. Malen kann er auch schon zwei. Gitarre hat er auch zwei. Ja, super. Dann würde ich sagen, kriegen wir hier irgendwo was zu fressen? Naja, es ist schon Viertel vor 12, dann lohnt sich das nicht mehr. Komm, schicken wir ihn nach Hause. So, Amadeus, komm, ab nach Hause. Er hat auf jeden Fall Spaß. So, total fit. Okay, sie freut sich, dass er uns sieht. Star in Sicht, jawohl, ja. So, wie ich gerade schon sagte, ist es nur über die Straße. Er wird wahrscheinlich wieder die U-Bahn nehmen, wie ich ihn einschätze. Wen haben wir hier? Jeffrey Cook, ach, das ist, glaube ich, der Papa von ihr. So, ab nach Hause, müssen uns etwas zu essen in den Schädel tun. Ja, er schlindert wieder eine Runde. Quod erat expectantum, er fährt wieder U-Bahn. So, wo ist er? Da kommt er. Ab nach Hause. So, kochen werden wir jetzt nicht. Wir werden jetzt noch mal einen Snack fressen. So, was haben wir denn da im Angebot? Komm, lecker Eiscreme. Wir haben ja auch fleißig trainiert, da können wir uns ein paar Kalorien in den Schädel prügeln. Rock'n'Roll. Lecker, was haben wir da?
Ja, wahrscheinlich einfach nur Eiscreme. Hm. Es scheint ihm zu schmecken. Mit Matthew Hemmings anfreunden, ja, müssen wir mal gucken. Hm. Ja, da haut er sich mal eben locker die ganze Eispackung in den Schädel, ne? Okay. Das räumt er dann auch auf. Ne, macht er nicht. Machen wir aber gleich, sonst jault er wieder rum. Das machen wir auch gleich. So, ein bisschen Energie haben wir noch. Ein bisschen Spaß braucht er. Okay, da geht er da raus. Da ist wohl der Müllschlucker. Tschüss. Super. Dann soll er noch mal ein bisschen... bisschen Gitarre. Ne, wir machen mal alleine spielen. Mal gucken, wie weit er jetzt schon ist, wie sich das so anhört. So, was haben wir denn gelernt, mein guter Junge? Haben wir hier noch dreckige Umgebung, die haben wir aufgeräumt. Ja, das klingt ja schon ein bisschen besser, ne? Lassen ihn noch ein bisschen spielen. Liebe Leute, dann werde ich hier gleich mal einen Cut machen. Und in der nächsten Folge werde ich dann auf jeden Fall cheaten, weil diese ganze Rumgerennerei, Klo, Dusche etc. ist nicht wirklich immer interessant. Insofern gucken wir jetzt, dass er seinen nächsten Balken voll macht. Beziehungsweise wir lassen ihn jetzt mal pennen. Ah, schöner Mollakkord. A-Moll. G-Dur, C-Dur, D-Dur, etc. Blowing in the Wind, ja genau. So, das machen wir dann beim nächsten Mal. Lassen wir jetzt erstmal pennen. Okay, ab ins ungemachte Bett. So gehört sich das für einen Rogge. Jawohl, ja, Rock'n'Roll. Ja, die Mona Lisa taucht immer wieder auf. Seine Palette, ein Halbmond. Super, Kohle, Pflaster, Dirigentenjob, eine leckere Tafel. Ihm geht ein Licht auf, der Computer. Das schöne Häuschen, ein Schwimmbad und Häuschen und wieder Dirigent und so weiter und so fort. Wie gesagt, das gibt es beim nächsten Mal nicht mehr. Genießt es nochmal in letzter Konsequenz. Wird es das gewesen sein mit dem Schlafen, mit dem Pinkeln, mit dem Duschen? Wobei wir ihn gleich nochmal pinkeln schicken. Okay. Rechnung bezahlen. Machen wir doch glatt. Noch haben wir es, ja. So, dann soll er auch gleich nochmal Bibi machen, dass wir das auch nochmal sehen. Was will er jetzt? Wissenschaftskarriere einschlagen? Ja, so siehst du aus, mein Freund. Du bist Roger. So, ausgeschlafen hat er. Jetzt geht's ans Bibi machen. So, mal gucken, ob das Klo ein bisschen länger hält als die Vorgängerversion. So, letzte Mal Jürgen würgen und dann geht das ab hier, ne? So.
super. Die Klos sind alle irgendwie scheiße. So. Snack essen, Müsli. Was will er malen? Ja, das ist doch gut. So. Hau dir das Zeug in den Schädel. Dann geht das in die Leinwand. Malen üben. Groß. Aber wieso beschwert er sich jetzt über die Umgebung? Duschen. Benutzen. Hier steht doch eigentlich gar nichts rum. Verstehe ich nicht. Säubern. Ah, okay, das Waschbecken scheint ein wenig schmutzig zu sein. Okay. Macht man das auch nochmal sauber, damit er hier nicht am Rumjaulen ist. Amadeus, mach es klar. Ist das denn wirklich so schmutzig? Ja, könnte eine kleine Waschaktion vertragen. Ja, das macht er doch ganz gut. Dann schicken wir noch das letzte Mal duschen. Und dann ist die Hütte schon wieder auf Hochglanz. So, wie gesagt, nächstes Mal gibt's Cheats. Dann können wir uns den ganzen Quatsch hier sparen. Und dann wollen wir mal zusehen, dass er dann weiter in der Hierarchie der Rockiganten nach oben klettert. Er singt, ja, ist alles super. Genau. Dann soll er auch gleich weitermalen. Kalte Dusche, eine kalte Dusche kühlt erhitzte Gemüter ab. Vielleicht wäre es ja noch Zeit, die Dusche zu verbessern. Ja, genau, billige Dusche. Muss er durch. Muss er durch. So, ja, dann lassen wir jetzt noch ein bisschen malen, liebe Leute. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt hier gleich mal cutten. Und bedanke mich recht herzlich für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Okay, er hat sich gerade vermalt. Kriegt er hin. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So hoffe ich doch. Und okay, wie sieht das aus? Ja. 2 Sterne General Amadeus Rockstein. Okay. So, dann lassen wir nächstes Mal auch ein bisschen schreiben. Das machen die zwar nicht ganz so gerne, aber naja, da lässt sich irgendwann auch ein bisschen Geld mit verdienen. Wie viele Punkte hat er denn eigentlich schon beim Malen? Oh, 2. Ist an seinem 3. Punkt. Das ist schon nicht schlecht. Er hat sich schon wieder vermalt. Oh, peinlich. Ausradieren. Super. Alles wieder im grünen Bereich. So. Okay, es ist Samstag heute, 15.50 Uhr. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal, das Handy klingelt schon wieder, wir machen hier trotzdem jetzt mal einen Break. Ich sag danke, Amadeus Party, Aria Thrill, die wollt ihr eh kennenlernen. Gut, die gucken wir uns nochmal an, heute um 21 Uhr. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Und liebe Freunde, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ich danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, dann quatschen wir den nochmal richtig voll. Er will einen Film gucken, okay. So, komm, hier einmal musst du noch beeindrucken. Dann haben wir es eigentlich geschafft. Komm, sprechen wir mal über Reichtum. Mal gucken, ob das funktioniert. Amadeus, mach es klar.
Mina Yor. Wabasaki Wadaba. Na, da kein Bock drauf. Gut, macht ihn sympathisch. Über Fähigkeiten. Mach mal nochmal Gitarre, das hat eben geklappt. So. Oh, der Junge ist müde. Mr. Matthew Hemming ist müde. Ja, das war doch super. Den haben wir richtig beeindruckt, den guten Mann. Dann können wir so noch ein bisschen quatschen, freundlich nach Karriere fragen. Ganz kurz mal gucken, was er ist. Lola war ja eine Pop-Ikone. Und der Matthew Hemming ist, glaube ich, ein Filmstar. Hier ist ein Paparazzi. Okay. Was haben wir da? Matthew Hemming hat einen Job in der Filmkarriere, ganz genau. So, Nebenrollendarsteller. Da ist er eine 5er Starqualität. Da ist er nicht schlecht. So. Plaudern wir noch ein bisschen. So, und dann gehen wir nochmal nach Hause. Star in Sicht, okay. Okay, hier ist schon einiges gewachsen. Schlagzeug hat er schon 2. Malen kann er auch schon 2. Gitarre hat er auch 2. Ja, super. Dann würde ich sagen, kriegen wir hier irgendwas zu fressen? Naja, es ist schon 11:45. Dann lohnt sich das nicht mehr. Komm, schicken wir ihn nach Hause. Ja, wahrscheinlich einfach nur Eiscreme. Es scheint ihm zu schmecken. Mit Matthew Hemmings anfreunden, ja, müssen wir mal gucken. Ja, da haut er sich mal eben locker die ganze Eispackung in den Schädel, ne? Okay. Das räumt er dann auch auf. Ne, macht er nicht. Machen wir aber gleich, sonst jault er wieder rum. Das machen wir auch gleich. So, ein bisschen Energie haben wir noch. Ein bisschen Spaßbraucher. Okay, da geht er da raus. Da ist wohl der Müllschlucke. Tschüss. Super. Dann soll er noch mal ein bisschen Gitarrere. Ne, wir machen mal alleine spielen. Mal gucken, wie weit er jetzt schon ist, wie sich das so anhört. So, was haben wir denn gelernt, mein guter Junge? Haben wir hier noch dreckige Umgebung, die haben wir aufgeräumt. Ja, das klingt ja schon ein bisschen besser, ne? Lassen ihn noch ein bisschen spielen. Liebe Leute, dann werde ich hier gleich mal einen Cut machen. Und in der nächsten Folge werde ich dann auf jeden Fall cheaten, weil diese ganze Rumgerennerei, Klo, Dusche etc. ist nicht wirklich immer interessant. Mal Jürgen würgen und dann geht er es ab hier, ne? So. Oh, super. Die Klos sind alle irgendwie scheiße. So. Snack essen, Müsli.
Was will er malen? Ja, das ist doch gut. So. Hau dir das Zeug in den Schädel. Dann geht das an die Leinwand. Malen üben. Groß. Aber wieso beschwert er sich jetzt über die Umgebung? Duschen. Benutzen. Hier steht doch eigentlich gar nichts so rum. Verstehe ich nicht. Säubern. Ah, okay, das Waschbecken scheint ein wenig schmutzig zu sein. Okay. Machen wir das auch nochmal sauber, damit er hier nicht am Rumjaulen ist. Amadeus, mach es klar. Ist das denn wirklich so schmutzig? Ja, könnte eine kleine Waschaktion vertragen. Ja, das macht er doch ganz gut. Dann schicken wir noch das letzte Mal duschen. Und dann ist die Hütte schon wieder auf Hochglanz. So, wie gesagt, nächstes Mal gibt's Cheats. Dann können wir uns den ganzen Quatsch hier sparen. Und dann wollen wir mal zusehen, dass er dann weiter in der Hierarchie der Rockiganten nach oben klettert. Er singt, ja, ist alles super. Genau. Dann soll er auch gleich weitermalen. Insofern gucken wir jetzt, dass er seinen nächsten Balken voll macht. Beziehungsweise wir lassen ihn jetzt mal pennen. Ah, schöner Mollakkord. A-Moll. G-Dur, C-Dur, D-Dur, etc. Blowing in the Wind. Ja, genau. So, das machen wir dann beim nächsten Mal. Lassen wir jetzt erstmal pennen. Okay, ab ins ungemachte Bett. So gehört sich das für einen Rogger. Jawohl, ja, Rock'n'Roll. Ja, die Mona Lisa taucht immer wieder auf. Seine Palette, ein Halbmond. Super, Kohle, Pflaster, Dirigentenjob, eine lecker Tafel, ihm geht ein Licht auf, der Computer, das schöne Häuschen, ein Schwimmbad und Häuschen und wieder Dirigent und so weiter und so fort. Wie gesagt, das gibt's beim nächsten Mal nicht mehr. Genießt es nochmal in letzter Konsequenz. Wird es das gewesen sein mit dem Schlafen, mit dem Pinkeln, mit dem Duschen? Wobei wir ihn gleich nochmal pinkeln schicken. Okay, Rechnung bezahlen, machen wir doch glatt, noch haben wir es ja. So, dann soll er auch gleich nochmal Bibi machen, dass wir das auch nochmal sehen. Was will er jetzt, Wissenschaftskarriere einschlagen? Ja, so siehst du aus, mein Freund. Du bist Rogger! So, ausgeschlafen hat er. Jetzt geht's ans Pipi machen. So, mal gucken, ob das Klo ein bisschen länger hält als die Vorgängerversion. So, letzte Mal. So, Amadeus, komm, ab nach Hause. Er hat auf jeden Fall Spaß. So, total fit.
Okay, sie freut sich, dass er uns sieht. Star in Sicht, jawohl, ja. So, wie ich gerade schon sagte, ist es nur über die Straße. Er wird wahrscheinlich wieder die U-Bahn nehmen, wie ich ihn einschätze. Wen haben wir hier? Jeffrey Cook, ach, das ist, glaube ich, der Papa von ihr. So, ab nach Hause, müssen uns etwas zu essen in den Schädel tun. Ja, er schlindert wieder eine Runde. Quod erat expectantum, er fährt wieder U-Bahn. So. Wo ist er? Da kommt er. Ab nach Hause. So, kochen werden wir jetzt nicht. Wir werden jetzt noch mal einen Snack fressen. So, was haben wir denn da im Angebot? Komm, lecker Eiscreme. Wir haben ja auch fleißig trainiert, da können wir uns ein paar Kalorien in den Schädel prügeln. Rock'n'Roll. Lecker, was haben wir da?